Hallo, in diesem Video will ich dich mitnehmen nach Norwegen im Winter. Mein Freund Daniel und ich sahen vor kurzem einen Reisebericht über Norwegen und die dort frei lebenden Moschusochsen. Dies hatte uns so angesprochen, dass wir ganz spontan entschieden haben, diesen großartigen Tieren einen Besuch abzustatten. Zugegeben, die Idee, im Februar nach Norwegen zu fahren, ist nicht gerade Common Sense, aber uns gefiel der Gedanke. Ich war schon des Öfteren in Norwegen, Daniel noch gar nicht. So war es natürlich unter anderem meine Absicht, Daniel ein wenig in dieses wunderschöne Land einzuführen. Wir waren dankbar, dass wir eine Woche gemeinsame Zeit fanden, buchten die Fähre von Rostock nach Trelleborg für den Hinweg über Schweden. Von dort ging es dann Richtung Norden über Oslo ins Dovrefjell. Kurz vor Oslo machen wir unseren ersten Halt für die erste Nacht, gemeinsam im Wohnmobil, wo ich normalerweise immer mit meiner Frau drin Urlaub mache. Hier ist es natürlich wichtig, sich erst einmal Zeit zu geben, sich einzuspielen. Während ich genau wusste, wie relativ eng es zugeht in einem Kastenwagen, so war Daniel erstmal überrascht. Zumal bemerkt sei, dass wir noch seinen Hund, die Rasta, dabei hatten. Die Türen können wir nicht einfach aufmachen, um das Campingleben draußen stattfinden zu lassen. Sehr schnell hatten wir schließlich winterliche Minusgrade, die auch zweistellig wurden. Doch mit jeder Stunde spielen wir uns mehr und mehr ein und wissen nach kurzer Zeit, wie man einen Kastenwagen, insbesondere auch im Winter, bedient. Unsere erste Station sollte Oslo sein. Eine sehr schöne Stadt, wie ich finde. Ein eigenes Video zu dieser Stadt habe ich unten verlinkt. Unser Aufenthalt kann natürlich nicht lang sein, aber mal ein paar Stunden durch die Straßen schlendern, das soll drin sein. Gegen Mittag fahren wir weiter Richtung Dovrefjell. In Lillehammer, dem ehemaligen Olympiaort, halten wir direkt am Wasser für die Nacht. Wir machen uns keinen Druck, doch nach dem Frühstück und dem Spaziergang am Morgen mit dem Hund geht es weiter Richtung Norden. Mindestens bis Lillehammer finde ich die E6, die wir fahren, relativ langweilig, doch spätestens ab Dombas geht es richtig los. Das, was wir sehen, ist fantastisch. Und wenn ich dran denke, wie eng und wendig die kleinen Kreisstraßen in Norwegen schon im Sommer manchmal sind, bin ich jetzt echt froh, auf einer gut geräumten Straße fahren zu können. Wenn auch diese schneebedeckt sein kann und häufig auch ist. Über Dombas fahren wir nach Kjerkin im Dovrefjell, wo es einen kleinen Campingplatz gibt. Wir sind froh, hier duschen zu können, unsere Toilette zu leeren und am Stromnetz uns anzuschließen. Wir könnten hier in der Nähe auch freistehen, doch es entspannt ein wenig. Man hat genug Dinge, um die man sich kümmern muss bei diesem Wetter.
Den Tag darauf machen wir uns auf den Weg ins Dovrefjell, um nach den Moschusochsen zu sehen. Man muss hier wissen, dass wir hier über etwa 300 Tiere sprechen, die sich auf einer Fläche aufhalten können, die in etwa so groß ist wie die doppelte Fläche von Berlin. Berlin hat etwa 890 Quadratkilometer, das Dovrefjell etwa 1700 Quadratkilometer. Sie leben hier völlig frei, nachdem sie vor etwa 70 Jahren von Grönland hier eingeführt wurden. Weltweit soll es etwa noch 145 Exemplare dieser wie aus einer anderen Zeit entstammenden Tiere geben. Weil wir eben nicht wochenlang Zeit haben, die Tiere zu finden, haben wir einen Guide gebucht, dem wir zutrauen, sich hier besser auszukennen als wir Greenhorns und uns unter Umständen den kommenden Tag zu ihnen führen kann. Wir sind unterwegs zu viert an einem wirklich wunderschönen Tag, wenn auch relativ windig und kalt. Aber was erwarten wir hier oben im Winter in Norwegen? Nichts anderes. Immer wieder halten wir mit unseren Ferngläsern Ausschau, um die Tiere zu finden. Dabei haben wir die Schneeschuhe, die wir uns am Campingplatz ausleihen konnten. Sie helfen, im tiefen Schnee nicht zu tief einzusinken. An vielen Stellen ist das sich fortbewegen ohne diese Schneeschuhe nicht möglich. Der Wind, er weht gnadenlos über diese Hochebene. Zum Teil ist die Straße bis auf das blanke Eis freigefegt. Zum Teil liegt dort hoher Schnee durch die Verwehung. Immer wieder sehen wir dann zwei Gruppen von Tieren in der Ferne. Sie sind aber recht weit von uns entfernt und laufen in die gleiche Richtung, in welche auch wir uns bewegen. Es ist also nicht möglich für uns, sie einzuholen. Sie können sich sehr viel schneller bewegen in dieser Gegend als wir. Trotzdem sind wir restlos begeistert von der Natur und alledem, was wir so wahrnehmen durften. Fast die ganze Zeit hatten wir wunderschönes Licht. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir erlebt haben. Am nächsten Tag wollen wir es noch einmal alleine versuchen. Wir machen uns wieder auf den Weg, haben anfangs sehr viel schlechteres Wetter. Wir können zeitweise kaum nach vorne sehen. Der Wind und Schnee, er schneidet sich in unsere Gesichter. Ich störte mich anfangs nach Kauf der Jacke vor Jahren immer wieder an der weit nach vorne stehenden Kapuze meiner Jacke, hab mich manchmal gefragt, warum man diese so schneidern kann. Spätestens hier erkennt man alle die Vorteile einer solchen Kapuze mit entsprechendem Fellrand. Die Eskimos
Sie wussten schon, wie das geht. Es ist kalt. Das Wetter, es wechselt heute noch mehr als gestern. Die Sonne kommt, sie geht. Es ist wieder traumhaft für uns, all dies erleben zu dürfen. Einfach wunderschön. Abend überlegen wir, was wir den Folgetag machen wollen. Noch einmal versuchen, die Moschusochsen zu finden oder weiterfahren, um dort Daniel die Fjorde und den Atlantik zu zeigen. Daniel entscheidet, er würde gerne das Letztere sehen. Wir machen uns also den Folgetag auf den Weg und fahren weiter nach Alesund. Auf dem Weg bekommen wir großartige Eindrücke einer großartigen Gegend. Riesengroße Felsen stehen mitten in den Fjorden, steile Wände, scharfe Verläufe, ganz anders als die glatt geschliffenen Felsformationen oben auf den Fjells. Wir staunen. In Alesund stehen wir auf dem Wohnmobilstellplatz, wo im Sommer locker mal über 100 Wohnmobile stehen. Wir sind hier heute allein, können uns einen Stellplatz aussuchen. Es ist genügend Platz da. Auch hier können wir wieder am Platz warm duschen. Es ist im Preis inklusive. Darf es auch sein, bei einer Stellgebühr von 30 Euro den Tag. Nun wissen wir, den Rest unserer Zeit werden wir darauf verwenden müssen, wieder nach Hause zu kommen. Der schnellste Weg wäre ganz klar, den gleichen wieder zurück. Wir entscheiden uns für den längeren und bei diesem Wetter doch etwas komplizierteren Weg zu nehmen. Mit der Fähre setzen wir über den Fjord und fahren dann über Groddas und Lom, wo wir noch kurz Halt machen, um die Stabkirche zu besuchen, weiter nach Odda und dann kurze Zeit später wieder auf der A6 weiter Richtung Süden. Die beschriebene Route, sie war sehr, sehr schön, wenn wir auch manchmal gedacht haben, jetzt geht es gleich nicht mehr weiter. Es ist eine im Winter wirklich nicht ganz einfach zu fahrende Route, wo man das Handling mit seinem jeweiligen Fahrzeug und mit seinen Schneeketten aus dem FF kennen sollte. Thank you.
Wir sind nun mehrere Stunden unterwegs gewesen, mit etwa vielleicht 50 Kilometer die Stunde. An der A6 angekommen, geht es natürlich wieder viel, viel schneller zu. 80 Stundenkilometer, Tempomat und laufen lassen. In Hamar, südlich von Lillehammer, nächtigen wir direkt am See, am Stellplatz, ohne jegliche Ver- und Entsorgung. Von hier geht es weiter bis kurz vor Trelleborg, wo wir die Nacht stehen und morgens um 6 Uhr auf die Fähre fahren. Diesmal haben wir direkt vor die Haustür gebucht. Swinemünde, Usedom. Etwa 7 Stunden später haben wir wieder Land unter den Rädern, fahren noch auf die andere Seite der Swene und sind dann wenige Minuten später wieder zu Hause. Die Moschusochsen haben wir zwar nicht so gesehen, wie wir uns das gewünscht hätten, aber dennoch war es wieder eine wunderbare Zeit in Norwegen, die ich nicht missen möchte. Ich finde es großartig, auch im Winter dort zu sein. Und die Moschusochsen, ich vergesse sie nicht. Sie stehen auf meiner To-Do-Liste. Bleibt gespannt.